Servus Leute, heute gibt es mal wieder ein Kommentar-Raid. Das ist ein Format, das habe ich vor längerem mal angefangen. Das bedeutet, ich kommentiere alles live, was ich tue, meine komplette Entscheidungsfindung und warum ich wie, wo rangehe, warum ich was mache und das Ganze so gut wie möglich. Und das wollte ich mal wieder aufgreifen, weil ich denke, dass es sich auf YouTube ganz gut macht. Da habe ich einen Raid für euch auf Streets, da war Kaban da, ein paar PMCs, ein paar Players-Gaffs und da habe ich, wie gesagt, alles kommentiert und ja. Ich denke, wenn das gut ankommt, dass ich das wieder öfters mache, dass ich vielleicht einen Kommentar-Raid die Woche mache. Aber mal sehen, ob ich das auch wirklich hinbekomme. Jetzt erstmal der Raid auf Streets und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Nicht so der geile Spawn. Also, soll man einen Kommentar-Raid draus machen? Naja, dann machen wir das doch mal. Nicht so der geile Spawn, ich will ein bisschen looten. Das heißt, erste Station ist das Post Office. Ich muss aufpassen, dass hier links, keine Leute kommen. Hier sind Leute. Kommen vom Spawn. Wir schauen hier vorne durch die Tür, ob ich sie vielleicht sehe. Die haben mich auch gehört. Und sind in Schockstarre. Das heißt, ich versuche mal ein bisschen einen anderen Winkel. Kaban scheint wohl auch da zu sein. Der hockt garantiert hier irgendwo. Ja, geh mal runter. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Pushen kann ich ihn aber auch nicht. Der wartet nämlich auf mich. Das heißt, wir setzen unseren Weg fort, einfach Richtung Post Office. Post Office und dann zu Kaban. Den würde ich gern mitnehmen. Schnell rein hier, falls der Sniper-Scaff da ist. Kaban hat auf jeden Fall schon Freunde gefunden. Hier sind noch alle Türen zu, das heißt, hier ist wahrscheinlich noch keiner durch. Die Tür hier ist auch zu. Hier ist ein Spawn drin. Könnte sein, dass hier einer drin steht. Meistens nicht der Fall. So, GP-Coin. Türen sind noch zu vom Post Office. Ich gehe mal davon aus, dass noch keiner da ist. Mal immer ein bisschen lauschen, hier die Tür zu machen, dann checkt keiner, dass man drin ist. Türen sind auch noch zu. Sieht gut aus. Dr. Lupus. Alright, alright. Loot mal weg und dann gehen wir zu Kaban. Irgendwo rechts an der Kreuzung. Bei Collapse Crane. Holy shit, ey. Was da los? Auf wen schießt der? Vor allem so lang. Egal, ich muss oben den Bitcoin noch holen. Was zur Hölle, ey. So lange habe ich den schon lange nicht rumballern hören. Bitcoin, Figürchen, Hering, 30.000 wert, SP6, nehmen wir mit.
Was zu trinken, nehmen wir mit. So, Bitcoin hier am Buch. Schade. Haben das Geld unten auf der Straße gehört. Das soll mir jetzt mal egal sein. Ich schaue, dass wir vor Richtung Kaban kommen und zumindest mal von den Fenstern aus schauen können, wo der immer hinschießt. Ob ich da reinlaufen kann, ist die andere Frage. Weil vorne auf der Straße scheint mega Action zu sein. Da einfach reinlaufen wird schwierig. Okay, schauen, ob der Sniper-Scav da ist. Sniper-Scav ist da. Sniper-Scav war da. Ich will erstmal oben von den Fenstern aus schauen, ob ich irgendwas sehe, was da Sache ist. Vielleicht liegen hier ein paar Tote auf der Straße. Ich höre Steps. Bin mir nicht sicher, ob es im Café ist oder hier in dem Gebäude. Kommt bei mir rein. Gut. Okay, das war Kaban, der da schreit. Er war etwas überrascht, mich zu treffen. Ich war es nicht. Aber er hätte mich eigentlich auch hören müssen. Okay, ich muss schnell hoch in das Gebäude. Dass ich vom Balkon schauen kann. Tür zu machen, dass keiner checkt, dass ich hier bin. Okay, wir schauen oben vom dritten Stock. Vom Balkon aus. Rucksack weg, dass man nicht overweight ist. Nochmal. Nicht, dass da oben eine Wache steht. Ich habe das Gefühl, ich wurde gespottet. Moin Brandy. Wie laufen die Raids? Oh, ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich wurde gespottet, oder? Was sagt ihr? Gut. Wir müssen hier eine komplette Planänderung machen. Ich kann unmöglich da über die Straße reinlaufen. Das geht nicht. Wir müssen auf jeden Fall von der anderen Seite gehen. Hier sind Spieler, die reinkommen. Weiß ich nicht. Also. Plan ist. Vielleicht kriege ich den vom Granatwerfer weggeschossen, dann kann ich ein bisschen abkürzen. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall einmal Vaseline. Weil der hat sich so auf die Seite hier eingeschossen, ey, das ist. Ich kann es vergessen. So, jetzt muss ich es über die Straße schaffen, ohne dass der Granatwerfer mich erwischt. Das ist die Sache. Ich glaube, wir gehen einfach an der Fabrik entlang. Das heißt, ich muss ein bisschen weiter hier hinten crossen. Keine Ahnung, ob jetzt hier Leute sind. Oh, halblang, ist das ein Sniper-Scav? Schießt der auf mich? Nein. Oh, geht da durch. Okay, Granatwerfer könnte hierher schießen. Immer ein bisschen Augen auf jetzt, dass hier irgendwo einer steht. Das ist. Ich war hier noch nicht, ich habe keine Ahnung, was hier Sache ist. Unkontrolliertes Gebiet sozusagen. Ich schaue einfach, dass ich rüberkomme und über einen Aspekt hier da reinkomme. Das ist das Sinnvollste. Das heißt, wir machen ein bisschen Jogginghose. Ist natürlich riskant, wenn hier irgendwo einer ist. Habe ich keine Info.
lauschen, ob an der Fabrik irgendwas ist, aber sieht nicht so aus. Wir müssen gleich einmal schauen, ob die Sniper-Scavs da sind, sonst können die ein bisschen eklig werden. Looten tun wir jetzt nicht. Painkiller läuft noch. Ich weiß nicht, ob da einer steht. Gehen wir raus hier. Aspect Key habe ich dabei. Checken, ob hier irgendwo ein paar Köpfchen auftauchen. So, rüber. Hoffen, dass keiner da ist und mich sieht. Hoffen, dass Kaba nicht auf der Treppe steht. Gut. Lauschen, ich höre nichts. Lampe an. Okay. Es sieht mir so aus, als wäre Kaba noch am Leben. Und ziemlich angestachelt. Wir looten hier schnell durch, dass das kein anderer hat. Dann verstecken wir unseren Rucksack. Bitcoin? Ne. Gibt's hier keine Minen? Ne, hier gab's noch nie Minen. Perforodon. Take it. So hier. Max sind voll, das passt. Irgendwo so Plastiksteps gehört. Okay. Wir haben den Key hier oben dabei. Der ist perfekt. Zum Rucksack saven, weil hier schaut keiner rein. Alright, dann schauen wir mal, was die Sache ist. Eigentlich müssten jetzt rechts am MG und am Granatwerfer Wachen sitzen. Hier ist keine Wache, hier würde man den Kopf sehen. Hier ist auch. Okay. Ich habe das Gefühl, hier ist schon einer rein, ist aber gestorben. Da ist Blut an der Wand. Ich denke, Kaban ist in der Garage. Ich glaube, da liegt der Spieler. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir müssen andersrum gehen. Ich weiß nicht, ob er auf mich schießt. Aber Kaban lebt noch. One Reds. Ey, bis auf eine Elch. Ich muss feststellen, ob hier noch... Kabanwache. Auf Wanderschaft. Okay. Der ist richtig angestochen, ey. Hat garantiert hier schon einen Spieler zerlegt, der liegt hier irgendwo. Schießt einfach bloß rum. Keine Ahnung. Hier ist der Spieler mit seiner SVD. Habe ich vorhin auch gehört. Nate, dass er sich bewegt. Oh shit, da ist noch einer. Ich werd gefickt. Free Fire! Oh, das waren noch zwei, ey. Den hinten habe ich nicht gesehen.
Alter. Ich weiß nicht, wo Karman ist. Vielleicht ist er an der Nähe gestorben. Ja, Karman ist tot, okay. Passt. So. Special Wache hier looten. Keine gescheite Ammo. Okay. Wir checken schnell, was Karban hatte. Zumindest die Keys. Aspect Key. Nichts gescheites, okay. Was ist hier an Ammo drin? Da ist irgendwie T46 oder so, das geht. Richtiges Mac rein, okay. Dann holen wir unseren Rucksack. Würde ich sagen, looten wir den. Das ist ein Problem, wenn man den Rucksack hier lässt. Jetzt kommen nämlich die Typen. Jetzt kommen die Geier. Deswegen müssen wir es hier ziemlich schnell machen. Dass wir hier raus sind, bevor hier die ganzen Scav-Player auftauchen. Schon mal Exit checken. Wir haben Crash-Site und Damaged House. Das heißt, Crash-Site wird der Plan sein. Okay, wir scheißen jetzt auf die Korund. Wobei, nee, wir müssen nicht auf die Korund scheißen, wir können die mitnehmen. Wir saven unsere hier echt. Erst echt einfach mal hier hinten rein. Wird schon keiner finden. Mal schnell die Korund. Zack. Hier hinten ist noch die andere Special-Wache. Die können Tiger und sowas haben. Erkennt man im Schwarzen. Diesmal nix. Sieht nach PS-Ammo aus. Granätchen. So. Wir können eh schon mal ein Mule reinschmeißen. Wir werden eh overweight. Scav-Player. Und Fast-MT nehmen wir mit. Ansonsten hat er nichts. Scav-Player kommt wieder. Der wusste, dass ich da bin. Keine Ratte. So, ich nehme die Ammo mit. 65 Kilo. Schauen wir, dass wir hier rauskommen. Den Sprung sollte man nicht versauen. Aber dann wäre zumindest das Gear safe. Heavy Crimsy, servus. So, wir wollen zur Crash Site. Das heißt, wir gehen unten durch die Tiefgarage. Gear Player. Das ist ein Player-Scav. Ich will da bloß raus hier, ey. Mir geht die Ammo aus. Oh, Cola. Richtig nervig, Mann. Damaged House schaffe ich jetzt nicht mehr.
Alter, war der schnell da. Und hier waren auf jeden Fall Players Guests, die wissen wollten. Von Apu. Der Panzerwagen brummt, ja. Wäre im Moment keine Option gewesen. Ich habe sie beide angeschossen und beide kamen sie noch an, ey. So. Ein Mac muss reichen und dann Abfahrt. Und es ist noch einer da. Hör doch auf, Mann. Ja, und die ganze Runde für den Arsch. Weil diese Scheiß-Map ein Player's Heaven ist. Unglaublich. Ein Treffer von der Scheiß-Pistole. Ein Player's Gav. Ja, ja, immer einer mehr. Unendlich viele Spieler auf der Map. And I've been counting.